österreichische Nationalhymne für die Askl-Mannschaft. Heute für heute viel vorgenommen, eine Etappe wie dir auf den Leib geschrieben. Ja, sicher. Also wir haben es als Team versucht und wir haben auch aktuell ein Team und ja, wir haben es versucht. Alles klar, wir wünschen dir alles gut. Hast du dir die Runde, die du heute fahren musst, gestern angeschaut? Ja, wir waren sie mit dem Auto abgefahren. Es ist ein sehr langer Berg, aber auch eine gefährliche Abfahrt. Und du fährst den Berg de Gau, bist du das heute nach der Etappe? Nach der Etappe sehen wir dich auf jeden Fall noch im Berg de Gau. Wirst du es verteidigen können? Was glaubst du? Ich weiß nicht, aber ich habe auch gute Teamkameraden hier und zusammen werden wir das schon schaffen. Super, wir wünschen dir alles Gute. Gestern Zweiter bei der Etappe, du bist nicht gerade der leichteste Rennfahrer, eine Etappe heute, die dir sicher Freude macht. Ja, natürlich, gestern war keine Bergnerbären, heute schon, also wir schauen, dass wir die besten Bergfahrer platzieren und da vorne die Gesamtwertung haben und übertreffen haben. Alles klar, wünsche mir alles Gute. Mario, wie kommst du über die Berge? Hast du dir die Runde angeschaut? Ja, ich habe sie mir schon vor ein paar Wochen angeschaut. Mir gefällt sie sehr gut und ich hoffe, ich komme gut über den Berg. Ist ja doch sehr schwer, fast 3 Kilometer, nicht? 2,5 Kilometer, glaube ich. Ja, mal vom Schmerz ein bisschen, bis zum Schluss wird es ein bisschen schwerer, aber das geht schon. Asphaltausschlag praktisch. Ist das ein weicher Asphalt in Niederösterreich? Das ist schon gegangen, es tut ein bisschen weh, aber es geht schon. Als bester Österreicher, wie kommst du über die Berge, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich bin in Tiroler, weil wir den Berg kommen müssen. Es geht momentan sehr gut. Am Montag ist es sehr gut gegangen, schauen wir, wie es heute geht. Gestern super gefahren. Vorgestern super gefahren, voriges Jahr super gefahren. Wie geht's denn hier über die Berge? Na, gestern war ein bisschen flach, heute ist die Etappe härter. Ich freue mich schon und mal schauen, was geht. Das heißt, auch du rechnest dir Chancen aus, bei dieser Etappe, bei den Bergen, bei den 6 Bergen vorne mit dabei zu sein? Ja, ich hoffe, dass es eine Gruppe geht, wie am Montag, und dass wir weiter nach vorne kommen können. Die Schweizer Nationalhymne. Statement zur heutigen Etappe. Hart und lustig. Hart und lustig. Alles klar, damit wünschen wir dir alles Gute. Und dann der Stärkste der Askl-Armee-Tour 2015. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Sportler, geschätzte Gemeinderäte, ich darf Sie hier in der Marktgemeinde Bitten recht herzlich begrüßen. Ich bin froh und stolz in meiner ersten Amtszeit, dass also kurz jede dritte Etappe veranstalten zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt also eine sehr ansprechende Tour und Etappe. Ich glaube, das Wetter passt da dementsprechend dazu. Geschätzte Damen und Herren, liebe Sportler, erstens möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir erstmalig in der Marktgemeinde Bitten diese rennende dritte Etappe durchführen dürfen. Ich bin sicher überzeugt, dass es ein schönes Rennen wird mit der Sprintwertung in Bad Erlach, das uns ja seit vielen Jahren auch bekannt war. Ich wünsche allen eine unfallfreie Fahrt und der Beste möge gewinnen. Glückwünsche zu übermitteln. Aus Luxemburg seine Glückwünsche an Matej Blaszko, der hier noch seine Maschine richtet, natürlich auszusprechen. Etappe wünschen. Fertig, Achtung, ab! Und das ist der große Applaus des Publikums.
Und wir haben den Vorredner der Holländer, nur die Holper, Röster, 25 in Busse und das Schauspiel in den großen Region an der Spitze, jetzt durchgekommen, der Feldröster. Die beiden Kollegen haben ein tolles Rennen gefahren, kommen hier rein und haben hier 4 points, we decided to go in pairs, so we did it. It's great. Nach dem zweiten Sprint hat mit seinem Kollegen abgesprochen, dass sie rausfahren und sie haben dann verlängert und so ist es ihnen gelungen, diesen Vorsprung auch ins Ziel zu bringen. Mario Camper von der österreichischen Nationalmannschaft. Die heutige Tageswertung gewonnen, das grüne Güssinger Trikot verteidigt. Zufrieden mit dem heutigen Tag? Ja, sehr zufrieden. Einmal ist die Gruppe da, aber es war sehr, sehr hart. Ich muss mich bedanken beim Tobias Haslinger, der hat mir verkauft. Aber auch bei meinem Bruder und bei den anderen Fahrern heute super gelaufen für uns. Alles klar, herzlichen Glückwunsch! Meine Damen und Herren, Applaus für den Juli Holtmann aus der deutschen Nationalmannschaft. Bis auf 4 Punkte an den Luxemburger herangefahren. Das heißt, am letzten Tag könntest du noch das Bergtrikot erringen. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen und ich hoffe, dass es klappen wird. War heute eine starke Leistung von dir. Bist du so ein außergewöhnlich guter Bergfahrer, dass du dich hier so wohl fühlst auf dieser schweren Etappe? Ja, die Berge liegen mir schon. Schau, bist du zufrieden? Ja. Alles klar, einen Dank auf Florian, trägt das rote Trikot des Arlo als Gesamtführer, als bester Österreicher. Und der Präsident Siegfried Artbauer gratuliert ihm zu dieser Leistung. Camper, Florian, meine Damen und Herren, Applaus für den Tiroler. Die Plaschko zu übermitteln. Thank you.
wird für dich am Freitag noch eine Schwerarbeit werden. Ja, ganz schwer auch. Wie bist du heute gegangen? War schon ein schwerer Berg. Ja, war ein richtig schwerer Berg, aber Tristan hat richtig viel Arbeit auf mich für den ersten Bergsprint gemacht. Alles klar, wir wünschen dir alles Gute zur Verteidigung des Bergdepots. So. So, er darf es anziehen. Herr Bürgermeister, jetzt fahren Sie Arbeit. Sie ziehen als erster Mann einen Mann an. Meine Damen und Herren, ein riesen Applaus. Die Steiger, Europas bester Nachwuchsrennfahrer, verwaltet das rosa Trikot des ASCO bei der 30. Auflage der ASCO Arbe Jugendtour 2015. Hier war heute was Schwerarbeit für dich. Ja, es war brutal hart. Ich hatte zwar gute Beine, ich hatte die Hoffnung, dass ich noch vielleicht eben Trikot machen konnte, aber ich hatte ein bisschen Krämpfe und ein bisschen Magenprobleme, aber wir schauen noch morgen und ja, morgen lasse ich alles raus, was ich habe und ich hoffe, die anderen müssen sich warm anziehen. Alles klar! Und zur Erinnerung bekommt der Bürgermeister dieses Buch ausgehändigt. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Sportler, sehr geehrter Präsident, es hat mich sehr gefreut, im Namen der Marktgemeinde bitten, diese Etappe aussehen zu dürfen. Es war toll, wichtig, keine Unfälle, keine Verletzten, eine tolle Etappe. Ich glaube, eine anstrengende Etappe für die Sportler, verdiente Sieger. Sieger sind, glaube ich, alle. Und ich hoffe, die Tour geht so weiter, unfallfrei weiter, viel sportlichen Erfolg. Und ich darf dir im Namen der Marktgemeinde bitten, ein Bittenpunkt überreichen und ein Tischstich und ein Andenken an die dritte Etappe bitten. Alles Gute noch. So, danke schön, Herr Bürgermeister. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich möchte mich namens der Tourorganisation ganz, ganz herzlich bei der Gemeinde Bitten bedanken, dass wir eine so wunderschöne Etappe durchführen durften.